mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo sich vor mir auf dem Tisch mal wieder ein paar Titel angesammelt haben, die ich genau genommen an meinem allerersten Urlaubstag gelesen habe. Weil bei mir ist es so eine kleine Tradition, dass ich am Anfang meines Urlaubs immer ein paar Sachen vom Lesestapel weglese, die dort schon verdammt lange liegen. Und da ich Batman im Abo habe, heißt das, dass alles von Batman immer aktuell bei mir zu Hause ankommt. Und da ich Batman schon verdammt lange nicht mehr gelesen habe, heißt das, dass verdammt viele Hefte dort liegen. Und so dachte ich mir, okay, komm, jedes zweite Comic, was ich ab jetzt lese, wird ein Batman-Heft sein, bis ich halt Batman komplett abgearbeitet habe. Und demzufolge habe ich jetzt die Batman-Hefte 49 und 50 gelesen und demzufolge auch endlich das Finale vom Joker War. Ein extremst nices Event, was ich wirklich ab dem ersten Heft richtig hart abgefeiert habe, weswegen ich mich auch bei diesem Event dazu entschieden hatte, alle Tie-Ins zu lesen. Und das war so ein bisschen an der Stelle das, was mich so ein bisschen in Leseverzug gebracht hat, weil es waren verdammt viele Tie-Ins, wie zum Beispiel auch der Tie-In in Batgirl Megaband Nummer 5 war es, glaube ich, den ich mir damals gekauft habe, und das, obwohl ich gar nicht an der Batgirl-Serie dran gewesen bin. Aber ich hatte so Bock, alles von Joker War zu lesen, dass ich mit dem Band halt auch reinziehen wollte, und danach kamen so viele andere Sachen immer wieder bei mir zu Hause eingetrudelt, und dann hat der Joker War ein bisschen in Vergessenheit geraten, und ich habe bis dato alles gelesen gehabt, muss aber ganz ehrlich sagen, als ich die Storyline angefangen habe zu lesen, musste ich feststellen, dass ich doch wieder relativ viel vergessen hatte, weswegen ich mir die letzten paar Hefte nochmal nehmen musste, durchgeblättert habe, bis ich dann wieder so einigermaßen drin war beim Joker War, der an der Stelle nochmal erwähnt, eines der besten Joker-Events der letzten Jahre gewesen ist, weil ich fand die Herangehensweise von Joker extrem interessant, dass er halt Bruce Wayne sein komplettes Vermögen wegnimmt. Und in Heft Nummer 49 kommt das, worauf Batman eigentlich nie Bock hat, und zwar, dass er seine komplette Familie mit involvieren muss in den Kampf gegen Joker, weil wer Batman und Joker so in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass immer dann, wenn Joker auftaucht, Batman seine ganze Familie halt wegschickt, weil er zu sehr Angst davor hat, dass halt einer seiner Familie sterben wird. Und jetzt bringt halt Joker Batman in die Bredouille, dass er doch der kompletten Bat-Family Bescheid sagen muss. Und so hat man auch Dick Grayson jetzt wieder an der Seite von Batman, der gerade erst wieder erfahren hat oder seine Erinnerung als Dick Grayson wieder zurückbekommen hat und wieder sein alter Ego geworden ist. Und ich fand die ganze Entwicklung extrem interessant, auch die ganze Einbindung mit Harley Quinn, die so einen Hass auf den Joker hat und auf all die Verbrechen, die er begangen hat, dass sie ihn eigentlich nur noch umbringen möchte. Und ihre Voraussetzung dafür, dass sie Batman beim Kampf gegen den Joker hilft, ist auch, dass Joker zum Schluss sterben muss, und da gerät sie, wie man sich schon denken kann, so ein bisschen in den Clinch mit Batman. Und da obendrauf noch der Faktor, dass der Joker hier in den Heft zum ersten Mal diesen Anzug trägt, den man aus dem Film Batman vs. Superman kennt. Berichtigt mich gerne, falls er den schon mal irgendwo anders getragen hat, aber es war zumindest das allererste Mal, dass ich ihn in diesen Anzug gesehen habe, und ich finde diesen besprayten Anzug so extremst cool. Finde es so schade, dass man den im Film nicht gesehen hat, und falls man den doch im Film gesehen hat, schreibt mir unbedingt bitte rein, in welchem Film und welcher Szene und ob das eine Director's Cut Szene gewesen ist oder die normale Kinofassung. Und lange Rede, kurzer Sinn, alleine vom Design her hat das Ding mich auch obendrauf noch richtig umgehauen, weswegen ich auch unbedingt noch erwähnen wollte, wer das ganze Ding gezeichnet hat, weil das wiederum ist der gute Jörg Jimenez, ich spreche den Namen wahrscheinlich gnadenlos falsch aus, und es ist halt ein Name, der mir gar nichts sagt, den ich bis dato gar nicht auf dem Schirm hatte, den ich mir aber unbedingt merken muss, weil der gute Herr hat einen extrem schönen Strich und hat wahrscheinlich die mit Abstand schönste Harley Quinn gezeichnet, die ich jemals gesehen habe. Dazu noch ein paar Fill-In-Geschichten oder besser gesagt so One-Shot-Geschichten, die hinten dran gehangen wurden, die zum Teil aber echt austauschbar gewesen sind und mich nicht so wirklich abgeholt haben. Das eigentliche Hauptding war für mich dann tatsächlich das Event und auch die Cover-Aufmachung, gerade von Heft Nummer 50, wo dann das extremst nice Finale gekommen ist, und im Endeffekt auch so ein paar, ich nenne sie an der Stelle mal After-Credit-Szenen, wo man dann auch sieht, was das aus dem Joker War resultieren wird. Und ich fand es extremst gut geschrieben, extremst gut gezeichnet, und ist das nochmal eins der besten Joker-Events, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Solltet ihr definitiv euch reinziehen, falls ihr es nicht eh schon getan haben solltet. Und für mich war das so eine runde Sache, dass das für mich wirklich so eine 10 von 10 ist und absolute Leseempfehlung, und gehört in jede gut gepflegte Batman-Sammlung definitiv rein. Danach wiederum habe ich mich auf Bruce Banner Hulk Band Nummer 6 gestürzt, und der ist mittlerweile auch schon gute 2 Jahre alt. Mittlerweile ist der gute Iron Run mit ich glaube, 10 Bänden komplett abgeschlossen worden, und es kam sogar nochmal ein 11. Band mit so
Backup-Stories raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt Backup-Stories gewesen sind oder One-Shots. Auf jeden Fall kommt man insgesamt auf 11 Bände und alles ab Band Nummer 6 liegt noch auf dem Lesestapel. Weswegen ich mir die Tage dachte, alles klar, ich muss jetzt unbedingt mal weiterlesen. Und mein Glück ist tatsächlich, dass Band Nummer 6 ein extrem guter Band für Quereinsteiger ist und Quereinsteigerinnen. Sprich, wenn ihr den ganzen Earl Erwin Run bis jetzt noch nicht verfolgt habt, könnt ihr extremst gut mit Band Nummer 6 einsteigen. Und da ich viel wieder vergessen habe, weil das Lesen schon über 2 Jahre her ist, der ersten 5 Bände, war das ganz dankbar, dass das jetzt so ein einsteigerfreundlicher Band gewesen ist. Und hier drin konzentriert sich eigentlich alles darauf, dass Bruce Banner jetzt einen neuen Feind gefunden hat. Und das wiederum ist Roxxon. Kein wirklich neuer Feind, aber er hat sich jetzt darauf verschworen, seine komplette Energie auf Roxxon zu konzentrieren, weil Roxxon im Endeffekt das Böse dieser Welt extrem krass widerspiegelt. Zum einen ist Aminotaurus mittlerweile der Chef von Roxxon, der seine ganzen Gehilfen umbringt, indem dass er deren Kopf zerquetscht, wenn sie nicht sputen. Und auf der anderen Seite versucht Roxxon immer aus dem Elend der Menschen Kapital zu schlagen. Und das sind halt genug Gründe, um Roxxon irgendwie Platz zu machen. Weswegen einer der ersten Angriffe tatsächlich den Multimedia-Plattformen von Roxxon gelten, wo halt Hulk einen Angriff auf die Server macht. Auf der anderen Seite wiederum sieht man den Anführer von Roxxon oder besser gesagt den Chef von Roxxon, den Minotaurus, wie er versucht aus den Angriffen vom Hulk auch noch Kapital zu schlagen. Und es ist ein extremst guter Band, der extremst politisch daherkommt von den ganzen Themen, die zum Teil auch nur am Rand angeschliffen werden. Dazu kommt noch eine Rebellion von Jugendlichen oder Studenten, die sich halt mit Hulk-Masken der ganzen Sache verschrieben haben, Roxxon den Kampf zu erklären und alles von Roxxon besprühen mit Hulk-Smash und halt demonstrieren und was sonst noch so alles dazu gehört. Und man hat einen komplett geilen Band tatsächlich geliefert bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die ersten 5 Bände mehr abgeholt haben als dieser Band. Trotzdessen hat mir der Band auch extrem viel Spaß gemacht. Was ich nur ein bisschen schade fand, ist, dass die Charakterentwicklung von Bruce Banner oder besser gesagt das Zerrissen in ihm, die verschiedenen Persönlichkeiten, die mittlerweile in ihm leben, nicht wirklich wiedergespiegelt wurden in dem Band. Oder besser gesagt, dass da kein großer Blick drauf geworfen wurde. Dass sich mehr auf den Minotaurus von Roxxon konzentriert wurde, als auf die verschiedenen Persönlichkeiten von Bruce Banner, was ich gerade in den ersten bei 5 Bänden extrem interessant fand. Trotzdessen ist das Ding absolutes Brett und auf absolutem Top-Niveau geschrieben. Und wäre dieser Band jetzt nicht der 6. Band einer insgesamt 11-teiligen Serie, wäre es vielleicht sogar eine 10 von 10 gewesen und gehört definitiv mit zum Besten, was ich am Hulk gelesen habe. Aber im Vergleich zu den ersten 5 Bänden, wo es dann mehr um diese Horrorfaktoren ging, die hier drin nur eine kleinere Rolle spielen und um den zerrissenen Hulk, fand ich den im direkten Vergleich halt ein bisschen schwächer. Weswegen ich hier in absoluten Anführungszeichen nur eine 8 von 10 voraushaue, aber es ist ein absolutes Brett und definitiv eine Leseempfehlung. Und falls ihr Bock habt, einfach mal so quer in den Earl Erwin Bruce Banner halt Run einzusteigen, soll ich an der Stelle gesagt, dass Band Nummer 6 ein definitiv richtig guter Einstiegspunkt in die Serie ist und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es in den nächsten Bänden auch wieder mehr darum geht, wie zerrissen der Charakter von Bruce Banner ist oder besser gesagt, wie es im Inneren aussieht mit den verschiedenen Persönlichkeiten, die an ihn am Nagen sind und um die Vorherrschaft, um den Körper am Kämpfen sind und dieses typische Hulk-Ding halt, was halt in den ersten 5 Bänden extremst in diese Horrorrichtung getrieben wurde und jetzt hier nicht mehr ganz die Horror-Vibes aus den ersten Bänden hat. Dann wiederum habe ich mich auch mal wieder auf einen Band der ultimativen Spider-Man Comic Collection gestürzt. Mittlerweile Band Nummer 16 und ich muss weiterhin sagen, dass das, was Bendis hier am Spider-Man abreißt, mit das Beste ist, was ich jemals an Spider-Man gelesen habe. Ich liebe die Charakterentwicklung. Ich liebe die Charaktere, die bis jetzt so im Mittelpunkt der Serie gestanden haben und auch größtenteils die Darstellung von den Charakteren und bis auf eine Aufnahme, die ganze Sache mit Venom fand ich ein bisschen komisch, aber die Storyline mit Venom war extremst gut geschrieben und ich fand es auch ganz interessant, dass er sich von Mary Jane getrennt hat in der Serie und jetzt Katie Pryde seine neue Freundin ist und hier in dem Band kommt es dazu, dass sich die gute Katie Pryde, wie man auch schon auf dem Cover erblicken kann, sich einen neuen Superheldennamen ausdenken muss, weil sie ja privat mit Peter Parker unterwegs ist und als Superheldin an der Seite von Spider-Man steht, ist es vielleicht für die Leute zu naheliegend, dass Peter Parker Spider-Man sein könnte, weswegen sich dazu entschieden hat, dass wenn sie an der Seite von Spider-Man kämpft, das Ganze mit Maske tut und demzufolge muss sie sich halt einen neuen Superheldennamen ausdenken. Spielt aber nur ganz kurz am Anfang des Bandes eine Rolle, weil danach dreht sich alles um Deadpool, wie der Name des Bandes, wie auch auf dem Titel eingeblendet wurde, schon vermuten lässt, um Deadpool. Und das ist das allererste Mal, dass ich Deadpool
dem ultimativen Universum kennengelernt habe. Ich muss sagen, ich hatte vorher noch keinen einzigen Auftritt von ihm gelesen oder vielleicht auch schon wieder gnadenlos vergessen, weil es belanglos gewesen ist. Aber ich meine, dass es das allererste Comic ist von Deadpool im ultimativen Universum, was ich in der Hand halten durfte. Und ich fand die Darstellung von Deadpool extrem interessant und es hat auch so einen kleinen WTF-Moment, den ich an der Stelle nicht vorwegnehmen möchte, wo ich erst extrem verwundert gewesen bin, was aber doch nochmal in eine andere Richtung eingeschlagen hat. Dazu die ganze Sache, dass die X-Men extrem präsent in diesem Band gewesen sind und es hat sich eigentlich mehr danach angefühlt, als wenn man hier ein Band rund um die X-Men lesen würde. Und ich würde auch behaupten, dass das Ding extrem wichtig ist für alle Leute, die halt die ultimativen X-Men verfolgt haben, weil das Ding hatte echt so das Feeling von einem X-Men-Event und hat mich in der ersten Hälfte des Bandes extremst abgeholt, rund um die ganzen entführten X-Men und Spider-Man, der mit in diese Entführung reingeraten ist und war ein absolutes Brett. In der zweiten Hälfte des Bandes geht es dann um Morbius, der hier eingeführt wurde. Blade hat auch einen ganz, ganz, ganz kurzen Auftritt und die Geschichte um Morbius ist auch in der zweiten Hälfte des Bandes dann komplett abgehandelt worden und ich fand es echt erstaunlich, wie schnell man zwei Geschichten tatsächlich erzählen kann mit dem Pacing von Bendis, was er hier in dieser Serie an den Tag gelegt hat. So hat man quasi ein Band mit zwei Events. Einmal dieses Event rund um die X-Men und dann nochmal eine Storyline rund um Morbius. Und ich fand es ein bisschen schade, dass Blade so zu kurz gekommen ist in dem Band, aber ich fand die Darstellung von Morbius extrem interessant. Auch die ganze Einbindung von Ben Ulrich fand ich extrem cool und auch dort wiederum gab es so einen kleinen What-the-fuck-Moment, der aber auch ein wenig später wieder aufgeklärt wurde und dann doch nicht die Richtung eingeschlagen hat, wie ich am Anfang vermutet hätte, was ich vielleicht sogar eine Schippe cooler gefunden hätte, was für Bendis aber definitiv kompliziert gewesen wäre, auf längere Strecke der Erzählung hin. Und ihr hört es wahrscheinlich schon raus, für mich war das Ding wieder ein absolutes Brett. Dazu kommt noch der Faktor, dass Mark Bagley sich gerade am Fangen ist, wohingegen mir in den letzten Bänden halt echt oft die Zeichnungen von ihm nicht so gut gefallen haben, haben mir die Zeichnungen hier extremst gut gefallen und ich musste auch während des Lesens zwei, dreimal nachgucken, ob er hier überhaupt der Zeichner gewesen ist. Und ich gucke auch jetzt nochmal nach, es war dann tatsächlich komplett Mark Bagley über die ganze Hefte, die hier drin sind und vielleicht werde ich ein bisschen wärmer mit dem Zeichenstil, den er zu dieser Zeit hatte oder er selber wird ein bisschen wärmer mit den Charakteren oder hatte vielleicht einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit, um diese Hefte zu zeichnen und insgesamt definitiv eine sehr starke 9 von 10 und weiterhin eine absolute Leseempfehlung für die ultimative Spider-Man Comic Collection und auch wenn die ersten ein, zwei Bände noch sehr nah an der Entwicklung und der Erzählung aus dem 616er Universum sind, ist so spätestens ab dem vierten Band der Zeitpunkt angelangt, wo man dann doch schon einige Sachen, die ganze Schippe anders macht, als es im normalen 616-Universum der Fall gewesen ist. Und es ist, glaube ich, mit dem Slot und der Klonsaga mit das Beste aus meiner kompletten Spider-Man One Collection. Also ich meine das auch ganz gezielt Ones und nicht Einzelbände, weil Kravens Letzte Jagd oder Spider-Man Blue sind natürlich mit die besten Sachen, die an Spider-Man jemals veröffentlicht wurden. Aber wenn ich so komplette Ones angucke, die halt über längere Zeit gingen, ist halt für mich der Dan Slott Run, die Klonsaga und jetzt auch Bendis unantastbar und mit das Beste, was man von Spider-Man, wow, jetzt auch so ein Verhaspel zum Schluss des Videos, auf jeden Fall ist das so mit das Beste, was man von Spider-Man auf längere Strecken lesen kann, von den ganzen Veröffentlichungen, die ich bis jetzt in der Hand halten durfte. Wobei man J. Michael Straczynski an den Atemzug auch erwähnen sollte, weil auch sein Run an Spider-Man fand ich grandios und damit sind wir auch tatsächlich durch fürs heutige Video. Unbedingt mal eure Meinung zu den Comics in die Kommentare rein, weil ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die meisten Sachen die meisten Leute von euch schon gelesen haben, weil der Band ist schon ein, zwei Monate halt und die erste Veröffentlichung ist mittlerweile 20 Jahre her und der Band 2 Jahre her und die beiden Batman-Hefte auch 2 Jahre her, sprich die meisten Leute von euch müssten es schon gelesen haben, weswegen mich echt interessieren würde, wie ihr den Joker-War empfunden habt, ob ihr das Event auch so cool fandet und auch als eins der besten Joker-Events der letzten 20 Jahre betiteln würdet, wie ihr den Bruce Banner Hulk-Run fandet und ob ihr auch fandet, dass Band 6 ein bisschen schwächer war als die ersten 5 Bände und allgemein eure Meinung zu Deadpool und den Deadpool aus dem Ultimate Universum würde mich an der Stelle auch nochmal interessieren und damit sind wir auch tatsächlich durch. Alles mal in die Kommentare reingeballert. Obendrauf würdet ihr natürlich das Video damit supporten, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst und im besten Fall noch auf Instagram und TikTok vorbeischaut. Dann sehen wir uns auch wirklich beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!